Hallo Camperfreunde. Ja, diesmal eine Stellplatzvorstellung aus Kroatien. Wir stehen eine Stunde südlich von Split in dem wunderschönen Örtchen Podgora und dort auf dem Campingplatz Medora Orbis Camping and Glamping. Dieser Stellplatz gehört zu einem Hotel, was hier in der Nähe liegt und hat entsprechend hochwertige Ausstattung, die ich euch gleich zeigen werde. Viel Spaß beim Video. Nicht für Medora Hotel und Restaurant Parking, sondern ihr fahrt weiter. Das war hier Richtung Obgina und Gora. Hier an dem Friedhof vorbei, der da oben ist. Und dann haben wir hier schon den Strand. Stand-up-Paddles, Jetski, Wasserrutschen, das volle Programm. Dann ist hier tatsächlich dann die nächste Bucht. Die ist mit die ruhigste, hat aber auch am wenigsten Schatten. Hier ist es halt ultra ruhig, ne? Also hier ist nichts los. Wenn man also den ganzen Strandverkäufern und so entgehen will, dann hat man hier unten wirklich Platz. Und das ist quasi direkt an der Einfahrt zum Campingplatz. Nehmt euch mal mit. Ja, Camperfreunde, da seht ihr schon einen Wagen aus der Einfahrt kommen. Versteckt und sehr steil. Wir hatten tatsächlich mit unserem Dickschiff hier ein Problem aufzukommen. Also hier empfiehlt es sich, so weit wie möglich auszuholen, weil dieser Buckel hier, der führt dazu, dass ihr maximale Last von der Vorderachse verliert und die Räder dann durchdrehen, wie man gerne hier schon mal sieht. Also das ist nicht ohne. Man kann wohl auch hier oben runterkommen, dann ist es wohl etwas entspannter. Und dann ist hier schon das Empfangsgebäude und Medora Orbis Camping und Glamping. So, da oben ist der Parkplatz. Gästehaus. Und hier sieht man mal, wie das Ganze konzipiert ist. Also ihr seht schon, die großen Sites sind 51, 42, 65. Wir stehen jetzt aktuell auf der 3, die ist sehr kuschelig. Kann man nicht anders sagen. Die ist knapp. Erfordert ein wenig Rangieren. So, ich gehe mal mit euch zwei Gänge durch. Da ist übrigens da hinten, wo ich mal da lang, neben der hübschen Kapelle oben, ist hier unten die Entsorgung. Es gibt hier auch ein paar Stromstationen für Elektroautos. So, und das ist die große Entsorgung mit Frischwasserbefüllung. Ist wirklich gut gemacht. So, da ist hier der Müllplatz. Auch
alles sehr sauber, sehr ordentlich. Wird allerdings zweimal die Woche morgens um 6 entleert. Vielen Dank dafür. So, hier haben wir mal so ganz typisch die Plätze. Das sind die etwas kleineren Sites. Hier hätten wir mit unserem auch besser reingepasst, aber es war schon etwas kritischer. So, hier sieht man das mal ganz gut. Wir haben einmal Strom, dann Wasser, explizit als Trinkwasser ausgewiesen. Und hier unter dem Ziegelstein die Grauwasserentsorgung. So, Chemietoilette habe ich euch in einem anderen Teil schon gezeigt. Hier stehen wir mit unserem Schiff. Und da seht ihr schon mal, wie das hier, hoppa, wie eng das hier zugeht. Das ist wirklich heftig. Da braucht man schon ein bisschen Augenmaß. Hochstützen, alles gut. Vorne auch nochmal 30 cm. Passt. So, hier ist der Ausgang zum Strand. Da kriegt ihr eine Chipkarte. So. Und dann kann man hier das Türchen öffnen und rausgehen zum Beach. Hier, wenn es da unten ist. So, und hier oben ist die zweite Reihe mit den Stellplätzen. Auch alles halbwegs schön. Ein paar Olivenbäume dazwischen. Und ich zoome mal wieder ein Stückchen rein. Jawohl. Und hier oben sind halt die Ferienhäuser. Nochmal Parkplätze hier. Die gehören zu den Ferienhäusern. Und dann kann man halt hier Ferienhäuser mit und ohne Jacuzzi und Pool mieten. Dann jeweils in 2-3 Etagen gebaut. Je weiter hoch man kommt, desto mehr Wasserspielplatz ist weiter dabei. Mit Pool, Jacuzzi, 2-3 Zimmer. Dann haben wir hier nochmal 2 Stellplätze. Die haben hier ein bisschen mehr Luft. Hier geht ein bisschen mehr. Aber dafür sind sie auch nicht groß. So, jetzt haben wir mal den Blick hier oben. Bisschen sieht man hier. Oben sind noch ein paar Zeltplätze. Ja. Und da ist dann auch schon das Waschhaus. Das zeige ich euch in einem separaten Video. Prima. Ja, Medora Aubis. Glamping und Camping. Andersrum. Camping und Glamping. Schönes Ding. Und relativ günstig. Also wir reden aktuell hier von circa 45 Euro pro Tag zur Hauptsaison. Und das beinhaltet Platzgebühr, Wasser, Strom, Entsorgung, Waschmaschine, Wellness hinten im angrenzenden Hotel, das Medora Aura. Da kann man dann auch den Wellnessbereich nutzen. Da haben die eine ganze Menge Fahrräder, da kann man sich hier kostenlos mieten. Die sind im Preis mit enthalten. So, da vorne ist wieder die Rezeption. Kleiner Kinderspielplatz. Hier ist eine Art Barbecue Party Area mit Planscher Grill, kleiner Küche,
Kühlung. Und dann kommen wir hier hoch zu den Sanitärräumen. Hier ist einmal Mädels. Und da sieht man schon, ich halte noch einmal ganz kurz rein, die Keime zu nahe treten. Waschmaschinen. Hier oben ist der große Außenspülbereich. Da werde ich gleich auch noch mal hin dürfen, weil ich muss meinen Grill noch mal sauber machen. Und hier ist dann die Genietoilette. Die Entleerung hier hinten. So. Auch alles sehr sauber. Spülkasten, dann ist hier ein separater Wasserhahn da unten mit dem Schlauch da hinten unter dem Spender. Da kann ich mir dann das Frischwasser in die Kassette tun oder nachspülen. Also das ist hier sehr sauber gemacht. Das Servicepersonal ist hier morgens ab 7 am Wirbeln. Ich habe hier immer 3 bis 4 Personen gesehen, die hier gereinigt haben. Also wirklich picobello. So, und jetzt ist hier gerade keiner. Jetzt gehe ich mit euch mal in die Nasszellen. Wer reinkommt, links die Duschen. Machen wir wieder heute auf. Alles sehr sauber, sehr gepflegt. Genügend Anzahl, picobello. So, hier sind theoretisch auch Waschmaschinenanschlüsse, aber offensichtlich hat man hier entschieden, dass die in die Frauen abteilen. Ist fast 3 Stück. WC und Wasch- und Rasierplätze. Angenehme leise Musik, wie man das in einem Hotel kennt. Also wirklich nice. Überall diese Olivenbäume. Sehr, sehr schön. Und ja, Medora Orbis Camping und Glamping. Sehr schön gelegen, eine Stunde südlich von Split. Und man kann hier jeden Tag eine Bootsfahrt machen. In der Regel ist das tatsächlich. So, ich nehme euch mal nach vorne. So. So, da bin ich. So, in der Regel ist es so, dass hier morgens um 8 oder 9 ab dem Hafen, der ist 20 Minuten zu Fuß von hier, entsprechend Boote fahren und die dann entsprechend Inselhopping machen. Wir zahlen jetzt, morgen haben wir so eine Tour, nehme ich euch auch mal mit per Video. Wir zahlen für so eine Tour 50 Euro pro Person. Wir sind den ganzen Tag unterwegs, haben ein Mittagessen dabei, Getränke dabei, die Bootsfahrt, also alles gut. Jo, alles klar, liebe Camperfreunde, das war Medora Orbis. Bis dahin, bye bye.
Geld.